Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nichte, und heute soll es einmal darum gehen, welche Arten von Slimes es eigentlich in Overlord gibt und was sie so alles Tolles machen können mit einem. Und ja, Solution Epsilon hat da auch die ein oder andere Sache gemacht, die man mit Typen normalerweise nicht machen sollte. Naja, eigentlich waren es zwei, aber dazu kommen wir gleich. Und zuvor sage ich wie immer an dieser Stelle Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Und den ersten Slime, den ich erklären möchte, das ist ein sogenannter Elder Black Ooze, also quasi eine Premium-Klasse von Schleim, den man ansonsten nur in Endgame-Arealen antrifft, weil er relativ stark ist. Und dieser Elder Black Ooze war auch niemand anderes als der Spieler und der letzte bekannte Freund von Ein Sulgon, den er zu Gesicht bekommen hat, Hirohiro. Und seine Aufgabe im Kampfverband war es, mit seinem Körper die Waffen der Feinde von Nazarick einzuschmelzen und zu verätzen. Also er war quasi eine der schlimmsten Gameplay-Mechaniken in Dark Souls 2, quasi als Spielkonzept. Also man merkt schon, warum die große Gruft von Nazarick nicht sonderlich beliebt gewesen ist. Leider war Hirohiro von seinem stressigen Alltag so abgekämpft, übermüdet und kaputt, dass er sich schlafen gelegt hat, bevor der Lockoff kam, beziehungsweise bevor die Server-Shutdowns dann gestartet haben. Ansonsten wäre er als sein Avatar, genau wie eins mit ihm in die neue Welt transportiert worden und hätte ein extrem schönes und entspanntes Leben gehabt und ganz nebenbei die große Gruft von Nazarick wahrscheinlich sehr stark am Welterobern gehindert. Wie gesagt, das war quasi so die erste Tragödie im Anime, die leider kaum einer mitbekommen hat, da man Hirohiro für 3 Sekunden gesehen hat und das Gespräch mit ihm leider auch komplett rausgeschnitten worden ist. Okay, weiter geht es mit einem räuberischen Slime, beziehungsweise Predator Slime genannt. Und natürlich ist das hier Solution Epsilon, von der wir hier reden. Und von deren Talent wir auch nochmal an anderer Stelle sprechen müssen. Und Solution Epsilon ist sogar eine besondere Form von Slime, nämlich ein Shoggoth. Also ihr Körper besteht eigentlich aus geschmolzenem Fleisch und Muskelmasse, was noch einmal ganz anders creepy ist. Und Solution Epsilon ist neben ihrer Immunität gegen stumpfe Angriffe, dank ihres Körpers, auch dazu in der Lage, allerhand Gegenstände in ihm aufzubewahren. Mit anderen Worten, in ihr wabern zu jeder Zeit vermutlich Dutzende Items und Schriftrollen umher, die sie dank ihrer Assassinenklasse dann auch wunderbar und ohne Klassenbeschränkung nutzen kann. Dazu kann Solution mit ihren Tentakeln, also den Tentakeln in ihrem Körper, die sie natürlich auch außerhalb manifestieren kann, ganze Menschen und Lebewesen, die sogar größer sind als sie selbst, in sich hineinziehen und vollkommen verschlingen. Denn sie ist quasi eine wandelnde Taschendimension, genau wie der Itembeutel von Ein Sulgon. Und dieses Schicksal konnte man auch auf den Bildern aus dem 3. Band sehen, die man heute leider nicht mehr unzensiert zeigen kann. Zusätzlich kann Solution den Säure- und Basengehalt in ihrem Flüssigfleischkörper feinjustieren und damit beispielsweise ihre Mahlzeit über Stunden hinweg verdauen, während die Items unbeschadet in ihrem Fleisch ruhen können. Und danach kommen wir mal zum Arealswächter, der aber stärker sein dürfte als Demiurg, dem Ebenenwächter der 7. Ebene der großen Gruft von Nazarick, Guren. Und Guren ist ein sogenannter Abyssal Hellish Slime, also ein Slime aus den tiefsten Abgründen der Hölle. Und er wohnt im großen Magmastrom, der durch die 7. Ebene fließt. Und in diesem Areal ist er als feueraffines, flüssiges, brennendes Lebewesen natürlich maximal im Vorteil. Das wäre auch einer der schlimmsten Gegner in jedem Souls-Spiel. Wobei, er ist sogar einer der schlimmsten Gegner in den alten Monster Hunter-Spielen irgendwie. Ich meine, stellt euch mal vor, das Ding wäre ein Lavasiot, der euch quasi in den Lavastrom reinziehen könnte und dann seid ihr einfach Game Over. Denn genau das ist seine bevorzugte Kampfstrategie, seine Umgebung quasi die Arbeit für sich machen zu lassen. Quasi wie ein Krokodil, das seine Beute auch eher ertränkt, als totbeißen will. Und Guren wurde auch damit beauftragt, nachdem Mare rund 1 Million Menschen unter all der Schutt und Asche begraben hat, die früher einmal die Hauptstadt des Königreiches von Rhaestis gewesen war, die verschütteten Überreste, egal ob sie noch lebten oder nicht, zu verbrennen, um dem Ausbruch von Krankheiten vorzubeugen. Und Guren dürfte auch einer der stärksten Lebewesen in der gesamten großen Gruft von Nazarick sein, das nicht auf Level 100 ist, jedenfalls nicht sicher.
einfach weil Guren als Arealswächter komplett auf den Kampf ausgelegt ist. Weiter geht es mit einem anderen NPC, einem Pet-NPC, einem Schleim speziell genutzt, um den marmorweißen Körper einer ganz besonderen Person zu penetrieren und jeden Winkel und jede Ritze auszufüllen. Die Rede ist natürlich vom Saphirschleim Yoshi, denn dieser Schleim wird als persönlicher Badassistent von Ein Sulgun genutzt und hilft ihm dabei, seinen Körper mit all den Winkeln und Ritzen gründlich zu reinigen. Denn normalerweise wäre das extrem schwer für Eins, seinen Körper quasi vom ganzen Blut und den Innereien seiner Feinde zu befreien. Da haben wir Menschen das mit unserer Haut recht einfach. Ich meine, die einzigen schwierigen Stellen sind quasi unsere Fingernägel und Fußnägel und die Zehen und Haare. Aber für Eins in seinem neuen Körper ist das Baden eine neue Herausforderung, beziehungsweise die Reinigung davor. Und das ist etwas, das ich so faszinierend finde an Overlord. Denn selbst solche kleinen und an sich unwichtigen Details werden beleuchtet und in die weitere Geschichte geschickt eingebunden und dienen sogar dazu, andere Charaktere weiterzuentwickeln. Denn die gute Solution Epsilon war so neidisch auf Miyoshi, dass sie den persönlichen Badeschleim von Ein Sulgun einfach gefressen hat. Im Sinne von, er wurde glücklicherweise nur in ihrem Körper absorbiert und dort gefangen gehalten, aber nicht verätzt oder eliminiert. Etwas, für das Solution Epsilon wahrscheinlich auch sehr, sehr hart bestraft worden wäre, was fatalere Folgen gehabt hätte, als einfach nur den Befehl zu erhalten, die Badesachen von Ein Sulgun wieder rauszurücken, nachdem Eins gemerkt hat, was passiert ist. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön zu sehen, dass solche an sich sehr, sehr kalten und gefassten Charakteren, wie beispielsweise Solution, auch eine solche Seite haben können, die sie auch mal innerhalb der großen Gruft rausholen. Und Neid um die Aufmerksamkeit von Eins scheint tatsächlich ein probates Mittel zu sein, um Unordnung in die große Gruft von Nazareth hineinzubringen. Miyoshi geht es aber heute wieder gut und kann nun von sich behaupten, er habe mal in Solution gesteckt. Weiter geht es mit einem weiteren Spieler der großen Gruft von Nazareth und jemanden, mit dem Solution diese ganze Aktion ganz sicher nicht abziehen könnte. Denn die ältere Schwester von Peroron Shino, Buku Buku Shagama, war ebenfalls ein Slime und fand daher zunächst keine eigene Gilde oder Gruppe, mit der sie zusammen spielen konnte, bis sie auf Touch Me und Nine Soul Goal, die Vorläuferorganisation von Ein Soul Goal, getroffen ist. Und Buku Buku Shagama hatte die Aufgabe, den Akku von Gegnern zu managen. Also vereinfacht gesagt, sie sollte als die Zielscheibe dastehen, damit dann irgendwelche Bosse schön auf sie gehen, während Leute mit schlechterer Verteidigung, aber großem Schadenspotenzial, also beispielsweise Peroron Shino als Schütze und Ulbert Elaine Odell als Magier, richtig aus allen Rohren ungestört ballern können. Und das ist auch etwas recht Anspruchsvolles, da das eigene Versagen hier auch die anderen Teammitglieder gefährden würde. Dazu war Buku Buku Shagama auch relativ beängstigend und hatte ihren Bruder scheinbar auch gut im Griff. Und Buku Buku konnte auch ihre Stimme richtig toll einsetzen, denn sie war im echten Leben eine Synchronsprecherin. Etwas, das Shelty bewundert und als einen Beruf verstand, bei dem sie anderen Lebewesen quasi Leben einhaucht, was aus Sicht von Shelty, die ja vom Bruder von Buku Buku erschaffen worden ist, auch wirklich etwas Ehrfurchtgebietendes ist. Weiter geht es mit einer sehr interessanten Erfindung, denn im Mittelalter waren die hygienischen Standards nicht so gut, wie sie das heute sind. Nicht falsch verstehen, es war nicht so schlimm, wie das Hollywood gerne erzählt und zeigt. Aber wenn man halt nicht weiß, was Bakterien oder Viren sind, kann man sich auch nur sehr schlecht dagegen verteidigen. Aber wenn Leute aus unserer modernen Welt in die Fantasy-Welt kommen, wissen sie natürlich auch, was eine Kanalisation ist und warum sie wichtig ist. Und gerade die Japaner sind ja sehr aufs Baden und die Sauberkeit fixiert. Beziehungsweise ist dort die Badekultur einfach ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens. Und deswegen ergibt es natürlich durchaus Sinn, dass es auch in menschlichen Städten Kanalisationssysteme gibt. Allerdings gibt es hier keine Kläranlagen oder Magie, die dafür zuständig ist, sondern man hat sogenannte Sanitary Slimes, also Abwasserschleime, die sich von der Brühe der Kanalisation ernähren. Also quasi sowas wie Slimer und Slimog aus Pokémon, was eine sehr, sehr elegante und fantasymäßige Lösung für ein Problem ist, das man erst vor einigen hundert Jahren wieder gelöst hat. Denn Aquädukte und Abwassersysteme hat es ja schon früher gegeben, beispielsweise in Rom oder in Mexiko bei den Azteken. Und es gibt auch noch weitere Slimes in der neuen Welt von Overlord. Denn beispielsweise gibt es einen sogenannten Fibating Slime, also einen Slime, der Holzfasern verschlingt.
einem aber auch die Kleidung vom Leibe knabbern kann, was so ziemlich der Anime-typischste Slime ist, den man sich nur vorstellen könnte. Okay, gab's die nicht sogar mal irgendwo in den Simpsons? Okay, wie gesagt, soweit also zum Thema Slimes in der großen weiten Welt von Overlord und nun seid ihr an der Reihe. Was ist eure Meinung zum Video, zum Thema und welchen der Slimes findet ihr am interessantesten? Lasst mich ganz gerne mal im Kommentarbereich wissen. Und während ihr tippt, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Darden, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philip, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix mag dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiver Tiver, Toby CTZ, Krull Teppes, Hendrix Dresso, Yu Harichan, Al Bosner, Silberhand 234 und Dan. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderbaren Tag.